Also die Autobahn ist so zugewachsen hier, dass man die Schilder schon gar nicht mehr so richtig lesen kann. Wie kann das sein? Die ganze Leitplanke ist zugewachsen. Das wächst ja richtig auf die Straße rauf, schon über den Begrenzungsstreifen. Unfassbar. Also irgendwie Pflege ist hier irgendwie nicht so. Es ist jetzt 2 Uhr nachts. Ich bin wieder in Schleswig angekommen. Hat alles gut geklappt, also von Düsseldorf bzw. von Ratingen jetzt bis nach Schleswig in einer Tour durch. Natürlich mit ganz vielen Pausen, also wirklich total entspannt und langsam. Ja, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich bin jetzt über die A7 gefahren und nördlich von Hannover habe ich irgendwie gedacht, kann irgendwie gar nicht sein. Die ist so schlecht, die Autobahn, so hubbelig, so richtig so Wellen drin in der Autobahn. Das ist so eine Betonautobahn und irgendwie ist mal, wenn einmal durch jemand so eine Welle fährt oder so ganz leicht, dann wird die immer im Laufe der Zeit immer größer. Ich bin da durchgeschüttelt worden, meine Gläser sind immerhin nicht runtergefallen, meine Magnetgläser. Es war trotzdem eine Katastrophe. Südlich von Hamburg auch eine durchgehende Baustelle, weiß man auch nicht, wann die mal fertig werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass da mal keine Baustelle war. Seit Jahren wird dort gebaut und ich habe keine Ahnung. Man müsste mal schauen, ob die irgendwann so einen Plan haben, wenn die fertig werden wollen. Elbtunnel war nur eine einzige Spur frei. Eine einzige. Ich bin gut durchgekommen. Also das, keine Frage. Ich bin also jetzt nachts da durchgedüst durch Hamburg. Überhaupt keine Frage. Kein Stau, kein nichts. Ich wollte extra den Berufsverkehr ein bisschen vermeiden. Und mir ist dann aufgefallen, wenn man dann durch den Elbtunnel durchkommt, er ist hell beleuchtet, also wirklich hell, man gewöhnt sich an diese Helligkeit, kommt da raus und schwupp, vollkommen dunkel, Baustelle, es geht da in S-förmig hin und her von mehrere Spuren auf eine Spur und ich muss ehrlich sagen, das war ein bisschen gefährlich gewesen, wenn man so an diese Helligkeit im Elbtunnel gewöhnt ist, dann plötzlich rauszufahren, im totalen Dunkel zu fahren. Und eigentlich nicht zu wissen, wo ist da jetzt eigentlich genau die Spur, wo man längs fahren muss. Dann waren da teilweise Schilder, so Ausfahrtsschilder, die waren verdeckt von anderen Schildern. Ich weiß nicht, guckt ihr euch eigentlich selber mal die Beschilderung und die Spurdings an? Fahrt ihr mal nachts da durch, um mal zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist? Also ich muss wirklich sagen, ich fand das machbar, ja. Aber irgendwie so hätte ich mir das anders gewünscht, muss ich wirklich sagen. Und als ich dann nach Schleswig-Holstein kam, da war wieder die Welt in Ordnung. Die Straßen waren super. Klar, Rader-Hochbrücke wird gebaut. Aber wie kaputt die Autobahnen teilweise sind. Erstaunlicherweise ist in Niedersachsen dort eine Baustelle, wo die Straße noch einigermaßen gut ist. Und südlich davon, Richtung Hannover, war die Katastrophe. Das war eine Katastrophe, die Straße. Ich will es mal nur so einfach mal ansprechen, weil es steht am Anfang eines Bundeslandes immer so ein Schild hier, wir sind die Besten und das fand ich übrigens beim Ems-Gebiet ganz toll. Da steht dann, herzlich willkommen bei den Machern. Das war ein gutes Schild, das gefiel mir richtig gut. Aber das Aushängeschild für ein Bundesland, das sind für mich die Autobahnen. So das Straßensystem auch, das Handynetz und so weiter. Klar, da hat nicht immer dann das Bundesland selber Einfluss drauf, aber irgendwie ist das, da muss man doch darauf hinarbeiten, dass das gut funktioniert. Wenn ich da durch Finnland fahre, ein super Handynetz, es ist so einwandfrei, so klasse. Und wenn ich dann in Deutschland bin, ja klar, es ist überall Empfang, 2 Mbit, ja. Für jemanden, der als YouTuber dann irgendwas hochladen möchte, so mit 0,5 Mbit, ist schon echt ein gutes Handynetz. Da muss echt noch was nachgeleistet werden. Also Straßen, die Brücken, wissen wir ja, dass das eh ein Problem ist. Also es darf niemals das passieren, was in Italien da passiert ist. Handynetz, es ist nicht so gut, wie das da in den Nachrichten berichtet wurde. Ja, alles ist toll. Also ich glaube, da muss noch ganz schön was gemacht werden. Also mir fällt es nur ein bisschen auf. Nun fahre ich ja durch Europa und habe so gewisse Erwartungshaltung und denke mir so, woanders ist es nicht so schön. Aber ich muss feststellen, woanders ist teilweise sind die Straßen gut, aber manchmal natürlich auch ein bisschen schlechter als in Deutschland, klar. Das Handynetz teilweise woanders, also eigentlich überall woanders besser als in Deutschland.
Aber wie schlecht die Straßen jetzt tatsächlich auch in Deutschland sind. Was ich nicht so ganz verstehe, das sind diese Betonautobahnen. Also die Autobahn mit Asphalt, die nimmt man einfach wieder hoch, da wird einmal abgefräst und wieder neu draufgepackt. Warum macht man das nicht eigentlich immer so? Und diese Betonautobahnen, die sind vielleicht schnell gebaut, vielleicht sind die auch günstiger, ich habe keine Ahnung. Aber die halten ja irgendwie nicht lange. Und da hat man immer dieses Budum, 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 Budum. Über Dutzende von Kilometern, Budum, Budum, Budum. Und das geht dann auch in den Rücken rein irgendwie. Also ich muss wirklich sagen, das ist für mich so eigentlich das Aushängeschild. Und es ist jetzt wieder nachts um zwei. Ich will jetzt nicht meckern und mosern irgendwo. Aber das ist für mich ganz persönlich so ein kleines Aushängeschild. Wenn ein Bundesland keine schönen Straßen hat, dann können die da Schilder aufstellen und sagen, wir sind die Besten. Wie gesagt, ausgenommen das Emsland. Das Emsland ist toll. Das hat mir wirklich, wirklich toll gefallen. Und dieses Schild, wir sind die Macher, das finde ich gut. Aber wenn es dann so manchmal bei den Bundesländern, so wenn man von einem Bundesland zum nächsten über die Autobahn fährt, dann sind dann immer so diese Prestige-Schilder, die da aufgestellt werden, vom Steuerzahler bezahlt, aber die gar nichts aussagen eigentlich. Also wenn die einfach sagen, man ist in dem Bundesland, okay, das reicht mir eigentlich schon, aber dann wird dann immer auch einer draufgesetzt. So. Und dann fährt man über eine Autobahn. Frage ich mich immer, geht's noch? Passt das eigentlich so zusammen, das Schild? Und dann die Straße, ja. Oder was mir auch aufgefallen ist, im Ruhrgebiet, ich meine, die haben ja wirklich echt viel renaturiert. Echt super renaturiert, muss man sogar sagen. Aber die Autobahnen sind kein Biotop. Da waren teilweise Schilder zugewachsen. Da waren die Leitplanken nicht mehr zu sehen. Da waren richtig, also es war richtig so ein Busch. Man fuhr schon mit seinem Fahrzeug an einer Wand von Blättern vorbei. Also wenn man die Verkehrseinrichtung, und für mich gehört eine Leitplanke zu einer Verkehrseinrichtung dazu, die schon gar nicht mehr sehen kann. Also ist das da noch so? Habt ihr keine Leute da im Ruhrgebiet, um die Autobahn ein bisschen freizuschneiden? Für mich persönlich muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, wenn man Motorrad fährt, dann kann ein kleiner Hase, der über die Straße läuft, eine Lebensgefahr darstellen. Und wenn ich den Hasen erst sehe, wenn er schon auf der Straße ist, ist es zu spät. Dafür ist ja dann eben halt dann diese Leitplanke da und das ist alles Verkehrsfläche. Dann muss man die doch auch ein bisschen sauber halten und pflegen. Also wie das teilweise zugewachsen ist. Ich habe teilweise das Gefühl, dass einige wirklich denken, dass eine Autobahn schon irgendwie echt ein Biotopbereich ist. Ist es aber nicht. Das ist eine Verkehrsfläche. Und da geht es auch um Sicherheit. Also das ist mir heute also wirklich aufgefallen. Auf der einen Seite dieser Bewuchs im Ruhrgebiet und diese wirklich schlechte A7 nördlich von Hannover. Da wird ja dann auf einem kleinen Teilstück ja schon was gemacht irgendwie. Aber gibt es da eigentlich so ein Gesamtkonzept dafür? Also ich muss wirklich sagen, ich schäme mich fast ein bisschen dafür. Wenn andere, also Leute aus anderen Ländern durch unser Land durchfahren irgendwie und wie schlecht die Straßen da sind, dann denkt man doch irgendwie, naja, in den Städten werden überall die Fahrradwege rot gekennzeichnet, gemalt und alles schick, alles schön. Aber die Fernstraßen, wo die Versorgung der Bevölkerung stattfindet, da wird nichts gemacht. Das passt nicht zusammen. Also wenn man da mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, irgendwie wäre das vielleicht gar nicht so ganz so verkehrt, aus meiner Sicht zumindest. So, ich will jetzt nicht meckern, ich wollte nur einmal sagen, was mir heute auf der Fahrt vom Ruhrgebiet nach Schleswig-Holstein aufgefallen ist. Also die Straßen in Schleswig-Holstein, super, die sind alle glatt, die sind toll, die sind schön, aber so teilweise woanders, muss ich wirklich sagen, da kann man tatsächlich noch ein bisschen nachlegen irgendwo. Ich weiß nicht, ob die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen von Bundesländern sich irgendwie nicht darum kümmern, was in dem eigenen Bundesland da passiert. Das ist doch ein Aushängeschild, so eine Infrastruktur. Und ich weiß es nicht. Also irgendwie kann man da zumindest noch was machen. Das wollte ich nochmal so einfach mal gesagt haben. Man kann da mit Sicherheit das ein bisschen schöner machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr das so empfindet, wie ihr eure Straßen vor Ort seht. Sind die in Ordnung? Muss man noch was machen? Es ist für mich eben halt die Lebensader innerhalb von Deutschland. Da ist ja der ganze Verkehr, die ganze Logistik, ob das nun Lebensmittel sind, ob das Waren sind, Teile von Lieferketten, die da hin und her transportiert werden. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es ein Problem. Und da muss man doch auch ein bisschen so vorausschauend denken. Also bei allem Respekt, was da, wo manchmal Schwerpunkte gesetzt werden, aber
Aber diese Lebensadern, die müssen noch am Leben erhalten werden irgendwo. Und da muss auch ein bisschen was getan werden. Es geht nicht darum, dass Leute jetzt herkommen und sagen, oh, schicke Straße, schicke, schön, schön und toll. Aber dass sie zumindest befahrbar sind, das muss doch möglich sein. Und dass auch irgendwann Baustellen auch mal fertig gemacht werden. Ich habe das Gefühl, manchmal sind da Baustellen, die werden, also die Barkenverleiher, ne, oder Vermieter, die müssen eigentlich gut leben in Deutschland. Da werden also Barken aufgestellt über Dutzende von Kilometern. Und dann kommt irgendwann ein halbes Jahr später mal die Baustelle. So kommt es mir zumindest manchmal vor. Also, dass man, in anderen Ländern habe ich das nicht erlebt irgendwie. In Frankreich bin ich durch die Autobahn oder über die Autobahn gefahren. Da ist dann auch mal eine Baustelle, aber sie ist ganz kurz, fertig, zack und wieder weg. Ich weiß nicht, warum das bei uns über so viele Kilometer immer gemacht werden muss. Und dann immer so lange. Wir sind fertig im Monat, Jahr, ne? Und dann aber manchmal fragt man sich, wann soll das fertig werden? Also, wie scheint da so ein bisschen der Wurm drin zu sein? Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare rein, was ihr von unserem Straßensystem haltet, was ihr so an Erfahrung habt in anderen Ländern und was man vielleicht irgendwie nochmal anders machen sollte. Oder ob ich jetzt völlig falsch liege in meiner Wahrnehmung, kann ja auch sein. Wie gesagt, es ist nachts um zwei und da hat man vielleicht ein bisschen den Quarkigen dabei. Also schreibt es mal unten rein. Ich sage herzlichen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video.